Hallo und herzlich willkommen hier im Schneegestöber bei MicroHazard TV mit dem Ice Dragon. Und dem Bio. Yippie. Ja, wie hier schneit Bio, es. Es ist jetzt, ja, es ist aber echt fragend, ob das Schnee sein soll. Es sieht aus wie Schnee. Auf passend, jeden Fall. Passend zur Jahreszeit, finde ich. Es sieht aus wie Schnee. Der Punkt ist aber, wenn ich mir die Wetterdaten angucke, dann steht da Temperatur 13 bis 7 Grad. Das würde jetzt nicht gerade für Schnee sprechen. Also es ist Schnee. Alles klar. Das ist weiß, das ist flockig, das ist Schnee. Bio sagt, es ist Schnee, also ist es Schnee. Gut. Fein. Ja, natürlich schlecht für uns, muss man ja mal sagen, weil wir das nämlich... wahrscheinlich nicht mehr in die Ernte. Genau. Die Ernte fällt flach. Aber der ist... Gibt es denn überhaupt schon was zu ernten? Weiß ich gar nicht. Muss ich gucken. Ja, hier sehen wir 13 Grad Schneefall. Mhm. Aber 7 Grad, ja. Bisschen warm für Schneefall, ne? Aber ein bisschen. Also sind noch Feld 24, 29, 38 sind in der letzten Wachstumsphase. 23 ist jetzt in der meiner Meinung nach vorletzten, wenn jetzt nicht alles täuscht. Okay. Könnte aber auch die vorvorletzte sein. Ich mähe übrigens gerade neben Feld 23. Habe ich gesehen. Aber es wächst ja schon, also schon danach gewachsen. Ich habe die Zeit mal jetzt wieder runtergestellt. Wenn ich wieder hochstellen soll, seitdem musst du wieder Bescheid sagen. Jojo. Sind die anderen beiden schon wieder fertig? Die sind wieder grün, ja, die anderen. Ja. Achso, hätte ich ja eigentlich irgendwas holen können, wa? Du hättest das holen können. Wo ist denn das? Da, wo alles steht, was wir zum Mähen haben. Ah, interessant. Aber ich brauche nur den Schwader. Den Schwader brauche. Genau, den Schwader, nicht den Schwager. Ah. Witzig, der Esswagen hat einen Clown gefrühstückt. Nee, ich hab mir auch nicht gefrühstückt, das ist ja das Problem. Ja, hier ist noch so eine kleine Rasenfläche halt neben Feld 23 oder unter Feld 23, die man noch mähen kann. Aber machen wir mal Schwader in Action. Noch ordentlich. Ja, hallo. Also ist es sehr rutschig. Es ist sehr rutschig. Wenn ich das höre, klingt das nicht nach ordentlich. Es ist sehr rutschig. Denk daran, dass hier hinten am Ende eine kleine Klippe ist, ja? Eine Klippe? Ja. Also erstmal ausfahren, dann aktivieren, dann fahren. Oh, du machst das schon. So, ich hab die Fläche gemäht. Achso, sollte das vielleicht auch noch senken, ne? Ja. Ausklappen, senken, anschalten. Ja. Ganz einfach. Wie bei allen Geräten, die man hier so hat. So, dann kann der Eisbringer schon mal den Sammelwagen holen wieder. Ja, bin gerade dabei schon. Im Schneegestöber. Im Schneegestöber. Ja, von der Windheftigkeit kann man ja fast als Schneesturm bezeichnen hier, aber... Was jetzt noch toll wäre, ist, wenn ein bisschen Schnee liegen bleiben würde. Ja, das wäre richtig gut, da wäre ich auch dafür. Wie gesagt, passend zu unserer Jahreszeit ja hier. Genau, wir hatten noch keinen Schnee in der Aufnahme, ne? Nein. Wir sind jetzt zum ersten Mal Schnee, oder? Also nehmen wir das die Schneefolge. Genau, also ihr seht zum ersten Mal Schnee, ja. Egal was ihr sagt, ihr seht zum ersten Mal Schnee. Ja. Ihr habt noch nie in eurem Leben Schnee getroffen. So sieht Schnee aus. Genau. So komisch, weiß und flockig. So. Wunderbar. Aber gut, es gibt aber wirklich Leute, ja, die Schnee nicht kennen. Natürlich gibt es das. Wir brauchen übrigens irgendwann vielleicht mal eine zweite Ballenpresse. Warum? Neu. Ja, das geht mit der Ballenpresse, die wir haben, auch. Aber da dann meistens noch ein bisschen Reststroh drin ist, ist das immer dann schwierig, weil ja noch ein Rest drin ist halt. So ist fertig denn, ja. Wunderbar. Ich bin ja auch schon mit dem Sammelwagen hier. So. Senken, einschalten. Dann ich mal wieder wegbringen. Da braucht man das. Soll ich das gleich noch da lassen? Du kannst wegfahren. Meinst du, das reicht für unsere Schäfchen, ne? Ja, erstmal reicht.
Du kommst vorbei, es ist noch Platz. Ja, ja. Warte extra auf dich. Extra stehen geblieben, deswegen. Über locker flächig vorbeifahren kannst. Sammeln wir das ganze grüne Zeug nochmal auf. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Was ist dir aufgefallen? Sprich. So oft, wie du immer so sagst, oder wir, sagen wir mal so, wie wir so sagen, ja? Das ist nur bei dem Landwirtschaftssimulator. Okay. Ist gut, wa? Jetzt haben wir hier besonders wenig zu tun, keine Ahnung. Meinst du? Findest du schon, dass wir hier reichlich zu tun haben? Finde ich schon, ne? Das sind halt so sein müssen. Brauchen wir das? Oder? Nee, läuft gerade. Komm ich wieder runter, ja. Läuft alles. So, wir sammeln hier das ganze Zeug ein und dann können wir damit auch direkt zur Schafweide fahren und dann Schafe füttern. Weil die Schafe produzieren, wenn ich mich nicht irre, nix. Währenddessen da kein Gras da ist. Richtig. Oh, doch 5% haben sie Produktivität. Schaf, ja, hier sehen sie, ja, hier sehen sie. Aber wir haben schon 20 Wolle, 0%. Wir haben 0% Wolle, aber schon 20. Das ist aber nicht 0%, oder? Ja, bei mir steht Wolle einfach nur 0%. Wir haben 30 Schafe, Produktivität steht 5% bei mir, Futterdruck steht 0 und Wolle steht auch 0. Wo finde ich denn hier unsere Silage? Wie weit die schon ist. Die Silage findest du leider im PDA überhaupt nicht. Achso, okay. Das ist schade. Sehr, sehr schade. Das wäre schön gewesen, wenn du ordentliche Bahnen gefahren wärst. Ja, aber jetzt muss ich durch die Sattelwagen zigzag fahren. Wie gemerkt, der Ice Dragon wieder nur am Meckern. Ist nur am Meckern. Nur am Meckern, ja. Es ist schlimm mit mir. Wie voll ist er denn? 61. Ja, es sind aber 13.000 Liter, also bitte. Reicht. Und mehr brauchen sie nicht, ne? Das reicht ein bisschen. Gras wächst schnell genug nach, keine Ahnung. Obwohl irgendwann dafür wäre, irgendwann ein Feld zu nehmen dafür. So, was soll ich sagen? Wir müssen ja Richtung Schafweide fahren. Alter. Ich fahre mir gechillt hinterher. Du fährst mir gechillt hinterher. Kannst du mir verraten, warum die erste Reihe des Feldes wieder mal nicht auf die nächste Wachstumsphase gewachsen ist? Ich weiß es nicht. Eigentlich war ich da genauso schnell wie bei den anderen Feldern. Zu Michael, du weißt ja, fahre eigentlich immer hin und her. Eigentlich. Ja. Vielleicht liegt es jetzt an dem Schnee. Ja, weil eingefroren. Ja, ist doch. Eigentlich stand das mal so drin, dass ja die Wetterverhältnisse das ja. Warum steht eigentlich immer dieser Anhänger hier schief? Wir stellen ihn irgendwie immer gerade hin. Ja, vielleicht, weil ich da hier vorhin nie gefahren bin. Achso, das wird natürlich eigentlich. Das würde einiges erzählen. Kann man hier eigentlich drauf? Ja, du fährst aber auch immer hinten rein. Der Ice Dragon, der muss auch immer abrupt abbremsen. Ich bremse ja auch nicht abrupt, ich bin nur vom Gas gegangen. Da kann nur Gerste oder Weizen drauf sein, eins vom Bein. Okay. Halt mal mehr Sicherheitsabstand, dann fährst du auch nicht mehr hinten rum. Na, wenn du so langsam fährst. Bei 54, das reicht. Ja, wir fahren Richtung Schafweide. Ab in die Stadt, in the town. Da hätten wir ruhig ja noch ein paar Eier mitnehmen können. Ja. Egal. Wir haben doch zusammen vier. Jetzt des Tages. Aber ich finde das mit den Spiegeln cool. Ja, die sehe ich nicht. Ich fahre von außen. Ich fahre ja auch ab und zu von außen, aber ab und zu auch mal von innen, damit man auch mal hier die Innenoptik schön genießen kann. Das ist schön alles eigentlich mit Liebe gestaltet worden ist, muss man sagen. Ich sehe dich im Spiegel. Ich fahre jetzt auch mal gerade innen, ich sehe dich. Du siehst mich. Das ist ja interessant. Ich sehe dich auch. Was hältst du davon? Oh mein Gott, ist ja schrecklich. Versuchen dir zu entkommen hier. Wie war es mit dem Blinker gewesen? Numpad-Taste 1 für links, 3 für rechts und 2 für Warnblink. Ah. Ich bin gut gefahren. Achso, nee, bin ich nicht. Hier. Ich bin gut gefahren, mal gut.
So, da war ein Fußhänger. Ah, Fußhänger, Vorsicht. Ah, ich bin gefahren. So, es gibt hier wieder Fußgänger. So, da sind wir an der Schafweide. Da laufen die Schäfchen auch schon rum. Unsere Schäfchen müssen frieren. Wir haben ein braunes Schaf, ich habe noch nie ein braunes Schaf gesehen. Hast du schon mal ein braunes Schaf gesehen? Oh, es gibt braune Schafe. Schwarze Schafe sind selten. So, dann kippen wir nochmal das Zeug hier einfach mal rein, wa? Ist genauso wie sonst auch. Einfach rückwärts ranfahren und ja, kippen. So, ran hier. Bock hingefahren. Ha, scheiß drauf, der hält das aus. So, rein mit dem Dreck. Passt nicht mal alles rein. Echt nicht? Na, schon voll. Wie viel passt denn hier rein? Gucken wir gleich mal nach. Es passen gerade mal 3600 Liter rein. Schon Witz. Und wie viel hast du drin? 6000, ne? Wandelte. Ich hatte auch mehr als genug drin. Gut, ist nicht weiter schlimm. Können wir den Rest aufheben. Entweder für hier oder für die Kühe. Bei den Kühen würden auch schon wieder gut 1000 Liter reinpassen. Jetzt haben wir schon 1700 Liter im Milchtank. Ah, guck mal, die Produktivität der Kühe ist gestiegen, weil wir Mist weil wir Stroh eingestreut haben. Ja. Wir haben jetzt nämlich 44% Produktivität. Ja, da kommt ja jetzt so bald noch unsere Silage. Silage dazu, genau. So, ja, das war jetzt eigentlich schon alles, was Füttern angeht. Hier direkt daneben, hier habt ihr eine kleine tolle Fläche. Hier ist eine Europalette. Da steht sogar Euro drauf. Eine schöne, abgebildete Europalette. Mhm. Das ist Wolle. Ach so, das ist sie, ja? Das ist die Wolle, ja. Diese Palette wird, wenn ihr die noch eine Weile stehen lasst, auf der Fläche wird die auch noch größer. Also die Palette selbst nicht, sondern was oben drauf ist, wird mehr. Es wird mehr, am besten immer warten, bis es wirklich voll ist. Und dann braucht ihr eine Palettengabel, um das hochheben zu können. Mhm. Dann könnt ihr das von mir aus erstmal daneben stellen, irgendwie bis ihr davon genug gesammelt habt. Und dann kommt ihr mit einem Anhänger her und müsst das verladen und zur Textilfabrik fahren, zur Weberei. Das ist aber auch, weil muss ja eigentlich dann. Das ist schon irgendwie ein bisschen. Nein, das wollte ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich wollte jetzt mal in den Shop gucken. Und zwar Traktoren. Was wolltest du gucken? Ne, den Traktor. Das macht sich definitiv mit einem Dings besser. Mit einem Frontlader. Ach, das macht sich wieder mit einem. Ne, weil ich möchte sagen, dass ich das mit einem Frontlader. Ich hätte, glaube ich, lieber als nächstes einen Frontlader. Anstatt einen weiteren Teleskoplader. Ja. Das macht so. Da bin ich auch gerade drin. Welche müssten wir da jetzt wieder kaufen? Welche, von Steyr war das, ne? Entweder der von Steyr. Der Steyr Multi 4115 oder von New Holland der T4 oder T6. Nee, die sind ein bisschen teuer. Zumal. Naja, der T4 kostet nur 64.000. Ach ja, da steht er ja. Ja, dann nehmen wir doch den T4, ja. Der Steyr kostet 105 und der T6 ist so also ein bisschen teuer, der T6, ja. Aber ja. T4 für 64. Dann würde ich schon sagen, ist der schon so gut wie gekauft. Müssen wir mal gucken. Oh! Ach, Hackschnitzel. Die wollen Hackschnitzel, haben wir ja nicht. Wir haben wieder keine Hackschnitzel. Mann. Wir haben toll. Haben wir doch mal wieder ein Angebot und dann haben wir das nicht mal. Aber jetzt können wir mal gucken, was wir vielleicht dann mal so in der nächsten Folge machen könnten. Wir haben 62.000 Kartoffeln, wir haben 60.000 Weizen, 42.000 Gerste. 19.000 Raps. Mhm. Was verkaufen wir denn? Alles. Am besten wäre ja fast alles, aber leider ist nichts im Angebot. Ne? Ist egal. Wir können dann nicht mehr ewig drauf warten, das was im Angebot ist. Genau, und ich will jetzt nicht schon wieder in den Wald, muss ich ganz ehrlich sagen, ständig in den Wald. Ich glaube, das ist für euch auch irgendwann langweilig, wenn wir ständig nur Holz fällen. Das ist schließlich ein Landwirtschaftssimulator, kein Forstsimulator. Deswegen würde ich sagen, wir beenden hiermit die Folge. Sehen uns gleich wieder, wenn wir unser ganzes Zeug, unser ganzen alles verkaufen, alles wegkloppen für also Spottpreise. Eigentlich ja schon gut. Genau. Jetzt können wir harte Arbeit. Wir können jetzt auch beide fahren. Wir haben jetzt zwei Hänger dabei. Genau. Ja, und dann würde ich sagen wir bis jetzt erstmal ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.